Wir alle benutzen Software und Hardware und diese ist nicht immer effizient. Im Gegenteil, sie ist oft verschwenderisch. Darüber würde uns Stefan Kreuer heute etwas erzählen, wie wir effizientere Software haben können. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich möchte über Ressourcenverschwendung reden, wie sie in der Software heute steckt. Das Thema der ressourceneffizienten Softwareentwicklung hat in den letzten Jahren mehr und mehr Fahrt aufgenommen. Häufig ist aber, sag mal, die Vorgehensweise oder die Herangehensweise, die man halt häufig hört, ist, wir haben halt heute einen gewissen Status quo in der Software und jetzt müssen wir Ansätze finden, Methodiken finden, wie wir diese Softwareentwicklung ressourceneffizienter, oder nicht die Softwareentwicklung, aber die Software selber ressourceneffizienter gestalten können. Wie können wir das machen? Wie können wir das erreichen? Ich möchte heute die Sichtweise dahingehend ein kleines bisschen ändern und möchte eigentlich eher von das andersrum betrachten, dass wir heute eine Situation haben, wo wir ganz häufig Software benutzen, die einfach wahnsinnig verschwenderisch ist und wir müssen eigentlich wieder zurück zu dem Normal, sage ich mal. Es ist also nicht so, dass wir heute irgendwie eine Situation haben, wo wir irgendwie nicht wissen, wie wir dahin zurückkommen zu ressourceneffizienter Software, sondern wir müssten eigentlich nur wieder die Verschwendung, wie sie heute in der Software steckt, einfach auch mal wieder ausmerzen. Und das ist so ein kleines bisschen das, was ich aufzeigen möchte, diese Verschwendung. Eine kleine These vorweg, die Informations- und Kommunikationstechnologiebranche könnte eine der nachhaltigsten Branchen überhaupt sein. Das ist erstmal eine These. Ich habe ein kleines Sternchen dran gemacht, weil ich hier im Folgenden alles nachhaltig immer nur bezüglich der ökologischen Komponente betrachte. Die Branche könnte eine der nachhaltigsten Branchen überhaupt sein. Wir betrachten im Wesentlichen Software und Hardware. Die Software ist auf der einen Seite immateriell. Wir können sie beliebig häufig kopieren, haben keinen Ressourcenverbrauch dabei. Eigentlich eine ideale Grundlage für Nachhaltigkeit. Also ist irgendwo die Software nicht das Problem, erstmal kann man denken. Dann muss das Problem die Hardware sein. Warum die IT-Branche halt doch nicht so nachhaltig ist, wie sie vielleicht sein könnte. Und dann möchte ich auf Moore's Law gucken, dass alle, die in der Informatik, in der IT unterwegs sind, kennen das zu Genüge. Das ist diese Gesetzmäßigkeit, dass sich die Komplexität oder die Zahl der integrierten Schaltungen pro Fläche in einem Prozessor alle 18 bis 20 Monate verdoppelt. Dass wir also da eine wirklich rasante Entwicklung haben, was die Rechenleistung eines Prozessors angeht. Auch wenn die Rechenleistung nicht direkt proportional ist zur Anzahl der integrierten Schaltungen, aber ich glaube, da können wir im Moment mal drüber hinwegsehen. Ich habe selber auch dieses Moore's Law, kenne ich auch schon seit Ewigkeiten, aber ich habe das auch nie so richtig wirklich mal genüsslich interpretiert, was das eigentlich wirklich bedeutet, was es wirklich eigentlich heißt. Und wir müssen sehen, hier auf der linken, auf der Y-Achse haben wir eine logarithmische Achse. Das heißt, diese Komplexität der Prozessoren über die 50 Jahre hat sich um einen Faktor von 10 Millionen erhöht. Das ist also hier nicht eine Effizienzsteigerung irgendwo im Bereich von 10%, 100% oder irgendwie sowas. Wir sprechen hier über 10 Millionen in 50 Jahren. Das ist gigantisch. Das heißt, wir haben die Hardware-Ingenieure, die Prozessor-Ingenieure, Ingenieurinnen,
haben wirklich diese Leistung der Prozessoren in 50 Jahren um einen Faktor von 10 Millionen verbessert. Da gleichzeitig die Prozessoren nicht wirklich sonderlich mehr Energie verbrauchen, sondern die ist, sag mal, in dieser logarithmischen Skala weitgehend konstant, haben wir wirklich hier also einen Energieeffizienzgewinn um einen Faktor von 10 Millionen. Das ist gigantisch. Wir reden heute darüber, dass wir Rechenzentren irgendwo energieeffizienter machen wollen, dass wir irgendwo die 10%, die 50% da irgendwo rausholen wollen. Hier haben wir einen Faktor von 10 Millionen über 50 Jahre. Um das mal ein bisschen von der Größenordnung einfach nur mal ein bisschen zu veranschaulichen, was das eigentlich heißt, 10 Millionen. Ich habe das einfach mal versucht zu übertragen auf einen VW Käfer, auf so einen VW Käfer aus den 70er Jahren, der mit, ich habe es mir hier aufgeschrieben, damit ich es auch richtig sage, Modell 1300 aus den 70er Jahren, hatte 30 kW Leistung und hat dabei 9 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Wenn wir jetzt in der Autotechnologie die gleiche Leistungssteigerung gehabt hätten, wie gesagt, der Vergleich hinkt natürlich ein kleines bisschen, ist mir auch klar, soll ein bisschen die Größenordnung einfach nur zeigen. Wenn wir in der Autotechnologie die gleiche Leistungssteigerung gehabt hätten über 50 Jahre, dann hätten wir heute ein Auto, was bei gleichem Verbrauch 300 Gigawatt Leistung hätte. Ein Atomkraftwerk hat ungefähr 1 Gigawatt, also würden wir von 300 Atomkraftwerken sprechen, die jedes Auto mit sich führen würde. Völlig absurd. Oder wenn wir keine Leistungssteigerung betrachten würden, wir würden sagen, die Reichweite, der Verbrauch wird entsprechend um diese 10 Millionen reduziert, dann könnten wir mit dem VW Käfer 30 Mal von der Erde zur Sonne und wieder zurückfahren. Also wir sprechen hier von einer Wahnsinnsleistungssteigerung. Und insofern kann man natürlich eigentlich auch mit Fug und Recht behaupten, die Hardware ist auch nicht das Problem. In der Hardwareentwicklung ist eigentlich alles getan worden, um wirklich Wahnsinnssteigerungen zu erreichen und diese Hardware wirklich enorm energieeffizienter zu machen. Also auch da eigentlich sehr viel Nachhaltigkeit. Wo ist jetzt also doch das Problem? Das Problem ist wohl doch eher die Software. Denn die Software ist, häufig sprechen wir von dem Ressourcenhunger der Software. Ich glaube, es ist gar nicht ein Ressourcenhunger, den die Software mit sich bringt, sondern die Softwareentwicklung springt einfach darauf, wenn die Ressourcen einfach mehr und mehr zur Verfügung gestellt werden. Es sind immer mehr Ressourcen, die genutzt werden können. Die Prozessoren werden schneller. Speicher wird größer, Bandbreiten werden größer und das wird alles natürlich genutzt. Dass wir das auch alles schon anders gemacht haben oder auch anders machen, da habe ich einfach mal ein paar Beispiele hier gezeigt, dass ressourceneffiziente Softwareentwicklung ja nichts ist, wo wir noch hinkommen müssen, wo wir noch gar nicht wissen, wie wir das machen sollten. Nein, wir machen es ja schon. Wir haben Embedded Systems, wo das früher schon und auch heute immer noch eine große Anforderung ist an die Softwareentwicklung, mit nicht so viel Ressourcen eine vernünftige Software zu entwickeln. Und es wird gemacht und es funktioniert. Oder ich möchte erinnern an die ersten Smartphones. Die hatten nicht diese Ressourcen zur Verfügung, wie wir sie heute haben. Und auch die Bandbreite für eine Internetverbindung war naja, nicht so richtig klasse. Trotzdem hat man es hinbekommen. Oder aus aktuellem Anlass Apollo Guidance Computer, aktuell, weil wir heute 50 Jahre später wieder zum Mond fliegen wollen, die Artemis-Mission der NASA. Vor 50 Jahren hat man mit diesem Computer ungefähr 68 Kilobyte Speicher, hat man die Mondlandefähre gesteuert. Also ich weiß nicht, was wir heute in der Artemis-Mission der NASA, was da an Software und Hardware drinsteckt, habe ich keine Informationen darüber, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es ein Vielfaches ist von dem, was man vor 50 Jahren hatte.
Ich habe einfach mal spaßeshalber mal auf die Website geguckt von der NASA für diese Mission. Und die Website allein kommt schon mit Ressourcen von 10,7 Megabyte. Also die NASA bräuchte schon 150 von ihren alten Apollo-Guidance-Computern, um nur ihre Website abspeichern zu können, die sie halt heute haben, um mit vielen Bildern zu zeigen, wie die neue Mondmission aussieht. Was meine ich mit Verschwendung? Ich habe hier einfach mal beispielhaft aufgezeigt die minimalen Hardware-Anforderungen, wie sie für die verschiedenen Windows-Versionen über die Zeit definiert wurden oder angegeben wurden. Da könnte man natürlich noch Windows-Versionen davor packen oder man könnte auch noch in der historischen Konsequenz auch noch die MS-DOS-Versionen davor packen. Das ist, habe ich einfach mal mitgebracht, eine 5,25 Zoll Floppy-Disk, 720 Kilobyte Speicherkapazität. Das ist tatsächlich, da hänge ich noch so ein bisschen sentimental dran, das ist das erste Betriebssystem, mit dem ich gearbeitet habe. Und damit will ich jetzt nicht zeigen, wie alt ich schon bin. Aber da war das Betriebssystem auf einer 5,25 Zoll Floppy-Disk mit 720 Kilobyte drauf. Wenn ich über Verschwendung rede, dann meine ich nicht unbedingt das, was man jetzt hier sieht. Das ist erstmal unter dem Stichwort Software-Bloat. Das heißt, wenn ich hier jetzt auch Windows als Beispiel genommen habe, ich hätte auch viele andere Beispiele finden können, eigentlich ist es bei jedem größeren Software-Paket so, dass was über Jahrzehnte weiterentwickelt wird, dass es natürlich immer größer wird, immer mehr Ressourcen auch fordert. Klar, logisch, weil einfach auch immer mehr Features mit reingepackt werden. Es wird halt immer mehr reingepackt in diese Software. Ob man das jetzt wirklich braucht oder nicht braucht oder wie sehr man es braucht, es entwickelt sich einfach weiter. Das ist, wie gesagt, das ist nicht nur Windows, da kann man eigentlich wahrscheinlich fast jedes größere Softwareprojekt nehmen. Das ist fast eine Naturgesetzmäßigkeit. Das allein ist noch nicht das, was ich mit Verschwendung meine. Wie gesagt, das entwickelt sich weiter, das wird größer, das braucht mehr Ressourcen, aber es stecken ja auch mehr Features drin. Also da wird ja auch mehr reingepackt. Ein Betriebssystem heute kann halt einfach auch mehr oder bietet mehr Komfort, mehr Benutzerfreundlichkeit oder mehr Sicherheit. Da wird ja auch was reingepackt. Und natürlich benötigt man da vielleicht auch mehr Ressourcen für. Das allein ist für mich noch nicht Verschwendung. Wenn das, sag mal, gut investiert ist sozusagen, dass man halt für entsprechende Features einfach auch mehr Ressourcen braucht, dann ist das so und dann will ich nicht beurteilen, dann ist es zumindest, sag mal, schwer zu beurteilen, das faktisch zu beurteilen, ist jetzt dieses Feature wirklich notwendig oder nicht notwendig. Das ist dann eher eine Suffizienzdiskussion, aber nicht eine Effizienzdiskussion vielleicht oder zumindest keine Diskussion über wirklich Verschwendung. Was ich mit Verschwendung wirklich meine ist, und das sind jetzt hier einfach mal zwei, drei Beispiele, die ich aus einer Arbeit hier von Jens Gröger und anderen hier einfach rausgepickt habe. Das ist eine, und die meisten Namen, die da sind glaube ich auch heute und morgen irgendwo hier bei Bits und Bäume unterwegs. Das ist eine der Arbeiten, der grundlegenden Arbeiten, die damals auch zu den Kriterien zum blauen Umweltengel für Software geführt haben, wo die Kollegen mal gemessen haben, verschiedene Softwareprodukte gemessen haben. Und ich fange hier einfach mal an mit dieser Darstellung hier auf der linken Seite. Man hat zwei verschiedene Textverarbeitungsprodukte genommen, hat sie im Leerlauf laufen lassen und hat den Ressourcenverbrauch bezüglich Prozessorleistung und Arbeitsspeicher mal gemessen. Und man sieht schon Leerlauf. Also die linke Darstellung ist Leerlauf. Die Software macht nichts, außer dass sie
an ist, sozusagen. Riesenunterschied. Und das ist das, was ich mit Verschwendung meine. Dass wir hier offensichtlich, also mindestens bei der Prozessorauslastung auf der linken Seite, mindestens die grüne Software, obwohl eigentlich dürfte es nicht die grüne sein, sondern sie ist nicht so grün wie die andere Software, 50% mehr Prozessor-Ressource nutzt als die andere. Und auf der rechten Seite ist auch nochmal, sind nochmal die beiden Textverarbeitungen und auch verschiedene Browser. Und da hat man betrachtet verschiedene Standard-Szenarien für diese Software, wo man also bei der Textverarbeitung einfach ein Standard-Szenario, neues Dokument öffnen, Text schreiben, abspeichern, so Standard-Szenarien einfach genommen hat und damit dann die Software verglichen hat und gemessen hat. Und auch da hier die Speicherauslastung hier auch wieder bei den Textverarbeitungen, das ist Wahnsinn, wenn man das sieht. Also die beide Software machen das Gleiche, also aus Benutzerinnen-Sicht das Gleiche, was da passiert, der gleiche Output, den man geliefert bekommt. Aber ich sag mal, die Zahlen habe ich jetzt nicht so drauf, aber man sieht, das sind ja über 90% auf der linken Seite, die da bei der Speichernutzung offensichtlich überflüssig sind oder bei einer besseren Programmierung vielleicht nicht anfallen würden, weil das andere Softwareprodukt zeigt ja, es geht besser. Wie gesagt, da sind auch noch verschiedene Browser miteinander verglichen worden, da sind die Unterschiede nicht ganz so extrem, aber auch da sind Unterschiede. Und das ist das, was ich mit Verschwendung meine. Dass hier offensichtlich, es geht hier nicht um weitere Feature, um irgendwelche anderen Benutzerfreundlichkeiten oder wie auch immer. Es geht hier um die gleiche Leistung, um die gleiche Aufgabe sozusagen, die zu erfüllen ist, die aber einmal offensichtlich gut gelöst wurde und einmal vielleicht eher weniger gut gelöst wurde, was die Ressourceneffizienz dieser Software angeht. Wo ist das Problem in der Softwareentwicklung? Ich will jetzt hier gar nicht in das Thema Green Coding tief einsteigen und will jetzt hier auch keine vollständige Liste aufführen. Ich will einfach nur mal so ein kleines bisschen mal ein Gefühl dafür geben, über was wir hier eigentlich sprechen, über was für Probleme wir bei Software auch sprechen. Es geht zum Teil um toten Code. Das heißt einfach Code, der in der Software drinsteckt, der überhaupt nicht genutzt wird, aber trotzdem irgendwie da ist und irgendwie mit verarbeitet werden muss und mit transportiert werden muss bei Webseiten beispielsweise. Es geht um zu viel Speicherallokation, dass man also durch ungünstige Anspruchnahme von Speicher für die Variablen oder bei der schlechten Variablendeklaration einfach unnötig viel Speicher zum Beispiel nutzt, was man viel besser machen könnte. Und ich will nicht immer von früher sprechen im Sinne von die gute alte Zeit der Softwareentwicklung. Das ist jetzt auch, das ist auch nicht das, was ich will. Aber man konnte das schon mal besser, sage ich mal. Oder andersrum formuliert, macht es sich heute manchmal halt auch ein bisschen einfach, weil Time to Market ist halt einfach wichtiger als die Qualität, was die Ressourceneffizienz angeht. Es geht um Einbindung von Libraries, die nur teilweise genutzt werden. Es geht um unnötige Berechnungen, also es ist auch durchaus gar nicht so wenig häufig, dass Software unnötig viel Berechnungen durchführt, was man einfach auch optimieren könnte. Auch im Sinne von Redundanzen, dass auch Redundanzen passieren. Bei gewissen Systemen, sicherheitsrelevanten Systemen, sind manchmal Redundanzen auch gar nicht schlecht. Dann sind sie aber gezielt und gewollt. Aber es gibt auch so Redundanzen in der Software, die mitunter nicht sein müsste. Und auch Datenübertragung und beispielsweise halt Datenübertragung übers Internet. Und auch wie gesagt, auch da will ich jetzt nicht entscheiden, ob jetzt als Feature sozusagen eine Datenübertragung in die Cloud gut ist oder nicht gut ist.
Das kann ein Feature sein für die Benutzerinnen. Aber es finden auch Datenübertragungen statt, die einfach nicht sein müssten und die auch dem End-User unter Umständen nichts bringen. Also wie gesagt, soll keine vollständige Auflistung sein, soll mal nur eine Idee davon geben, über was wir hier eigentlich reden. Ein anderer Aspekt dabei, den will ich hier auch nochmal kurz aufführen, ist auch allein schon die Wahl der Programmiersprache, die einen wahnsinnig großen Unterschied machen kann. Hier ist mal aufgetragen, verschiedene Programmiersprachen und der Energieverbrauch für einen, da hat man Standardalgorithmen genommen, wo man gesagt hat, okay, wir machen jetzt Programme mit verschiedenen Programmiersprachen, die sollen aber alle das Gleiche machen, also wir machen gewisse Standardalgorithmen und lassen die jetzt laufen und messen mal, wie hoch dann der Energieverbrauch ist. Das Ganze normalisiert auf die Programmiersprache C, hier ganz am linken Rand, das ist 1, C ist einfach mal als 1 genommen worden und dann haben wir eine logarithmische Auftragung auf der linken Seite wieder, das heißt, wir gehen hier bis zu Werten hoch von über 80 für Programmiersprachen wie Perl, Python und so weiter. Also auch da macht die Wahl der Programmiersprache mitunter kann einen Riesenunterschied machen. Ein Aspekt, der dabei einfach auch auffällig ist und eigentlich auch bekannt ist natürlich bei Softwareentwicklern, wir haben hier sehr viele auch Skriptsprachen dabei, das heißt Sprachen, die nicht kompiliert werden, sondern die interpretiert werden zur Laufzeit und das ist immer schon, das ist per Definition quasi schon, braucht das mehr Ressourcen als eine Compilersprache, die wirklich vor Ausführen wirklich kompiliert wird und wo der Compiler auch schon gewisse Sachen ausmerzen kann. Aber der Punkt ist natürlich auch, warum sind die Skriptsprachen heute so beliebt, sind natürlich auch sehr stark durchs Internet gekommen. Und es gibt heute, ich würde schon behaupten, auch einen Trend, Programmiersprachen einfacher zu machen, sodass auch mehr Menschen in die Lage versetzt werden zu programmieren. Weil natürlich auch in dieser Branche der Bedarf an Personal, an Softwareentwicklerinnen natürlich auch wahnsinnig groß ist. Das heißt, man muss natürlich auch gucken, dass Softwareentwicklung nicht mehr so sehr in so einem Expertensystem verhaftet ist, wo es natürlich definitiv mit C oder C++ ist. Skriptsprachen sind meistens einfacher. Die Dinge sind einfacher umzusetzen, gehen aber auch irgendwann dann auf Kosten wieder, wie gesagt, der Qualität, zumindest der Qualität bezüglich der Ressourceneffizienz. Ich habe für den Vortrag heute habe ich einfach mal einen kleinen Versuch gemacht. Wenn man sich Webseiten anguckt, das ist jetzt ein Sonderfall, sagen wir mal, in der Software, aber ein ganz interessanter, weil man da viele Sachen auch schön zeigen kann oder auch relativ leicht analysieren kann. Ich habe mal folgenden Versuch gemacht. Ich habe mir mal 50 Websites angeguckt. 50 Websites und zwar 25 Websites von, und das ist auf der linken Seite, Team Klima habe ich es genannt. Das sind Websites von deutschen Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutzorganisationen, Vereinen, Bewegungen, also auch For Future-Bewegungen, ohne dass ich sie jetzt hier benenne, aber das sind 25 Websites von großen, bekannten deutschen Naturschutz-, Umweltschutz- und so weiter Organisationen. Und auf der anderen Seite habe ich Team Wirtschaft, 25 Webseiten betrachtet, die habe ich einfach genommen nach der Forbes Global Liste, die 25 deutschen finanzstärksten Firmen. Das ist nicht repräsentativ, das ist einfach mal so rausgewählt, das soll es auch gar nicht sein, aber ich glaube, es ist schon, gibt schon mal eine ganz gute Idee. Und hier habe ich mir mal aufgetragen, wirklich die Summe aller Ressourcen,
die für die bei dem Aufruf der Startseite dieser Webseiten angefordert werden vom Browser. Und da sind wir hier bei dem Team Klima bei einem Mittelwert von 6,7 Megabyte und beim Team Wirtschaft ein größerer Wert, 8,1. Da sind allerdings auch so, ich sag mal, die letzten drei sind auch so ein kleines bisschen Ausreißer, hat man den Eindruck. Und deshalb ist auch, wenn man den Median betrachtet, der Median ist ja gerade statistisch halt diese Größe, die die Ausreißer so ein bisschen einfängt, dann sind wir beim Median tatsächlich sogar gleich. Das heißt, das sind insgesamt, finde ich, große Werte auf beiden Seiten. Und was den Median angeht, sind sie sogar tatsächlich identisch. Also da ist das Team Klima kein Stück besser, aber nicht wirklich signifikant besser als das Team Wirtschaft. Ich habe auch noch ich gucke mir dann auch immer gerne noch die Impressumsseite an. Nicht, weil ich das Impressum so spannend finde, aber ich werde es gleich nochmal zeigen. Auf der Startseite hat man meistens natürlich sehr viel Foto-, Video-Einbindungen. Und die Impressumsseite ist üblicherweise natürlich eigentlich fast bei allen Webseiten immer eine sehr schlichte Seite, wo kaum Bilder drauf sind, einfach nur Text. Und was eigentlich kaum Ressourcen fordern sollte. Und da kann man solche Sachen dann mitunter noch mal ein bisschen besser sehen. Und auch da haben wir deutlich kleinere Werte. Wie gesagt, auf der Impressumsseite ist meistens nicht so viel Bildmaterial. Und da ist das Team Wirtschaft doch ein bisschen größere Werte als das Team Klima. Wie setzen sich diese Webseiten zusammen? Das ist auch vielleicht ganz interessant, wenn man sich das mal anguckt. Der Anteil der verschiedenen Inhaltsarten der Startseite. Also HTML, die Fonts, das, was ich auch gerade sagte, die Bilder und Videos, die natürlich einen großen Teil ausmachen. Aber auch ein wahnsinnig großer Teil ist das, was hier mit dem Kürzel JS, JavaScript, steht. Das ist also Skript. Skripte, die im Hintergrund mit angefordert werden, damit sie irgendwelche aktiven Geschichten unterstützen, irgendwelche Funktionalitäten. Das ist halt heute bei Webseiten typischerweise halt auch ein wahnsinnig großer Anteil. Da kommt also ganz viel Programmierung mit rüber. Wenn man auf die Impressumsseiten guckt, genau das, was ich gerade auch gesagt habe, auf der Impressumsseite, da hat man halt weniger von diesem Gelben, von den Bildern. Da ist natürlich dann dieser bordeaux-rote Anteil, das, was die Skripte ausmacht, natürlich noch sehr viel größer, entsprechend in Relation. Jetzt will ich mir auch wieder zurück zu dem Thema Verschwendung, weshalb ich das eigentlich hier auch zeige, diesen kleinen Versuch gemacht habe. Ich will eigentlich wieder zurück zu dem Thema Verschwendung. Wenn man sich mal den nicht genutzten Ressourcenanteil anguckt, also wie gesagt, wenn man so eine Website aufruft, passiert ja Folgendes: Der Browser kriegt über den HTML-Code gesagt, hier, das sind die Ressourcen, die du anfordern musst. Das sind die Bilder, die wir brauchen, das ist das JavaScript, was du brauchst, das sind die Fonts, die du brauchst. Da kommt diese große Liste von Ressourcen, die angefordert werden müssen, die der Browser alle anfordert von dem Server, die dann halt übertragen werden. Und wenn man sich das anguckt, und dann kann man beispielsweise über Developer-Tools im Browser, der analysiert das alles, das kann man relativ leicht sich angucken und auslesen, dann sagt er einem auch ganz klar, wie viel von diesen Ressourcen, und wir reden jetzt hier an der Stelle wirklich nur das, was im JavaScript und in den Cascading Style Sheets drinsteckt, dann sagt der Browser einem ganz klar, so und so viel Prozent habe ich gar nicht gebraucht. Da wurde mir zwar gesagt, die muss ich anfordern, die muss ich vom Server laden für die Darstellung dieser Website, aber ich habe sie nicht gebraucht. Ich habe sie überhaupt nicht gebraucht. Ich habe sie natürlich angefordert, sagt der Browser, weil die Aufgabe hat er ja bekommen. Aber er sagt einem auch, habe ich nicht gebraucht. So, und dieser Anteil ist hier dargestellt. Dieser Anteil, wie viel
wie viel von diesen angeforderten Ressourcen, wie groß der Anteil ist, der nicht gebraucht wurde vom Browser. Und da reden wir hier, wie gesagt, Team Klima ist wieder ein bisschen besser als Team Wirtschaft, aber beide sind nicht wirklich gut. Wir reden hier von 25 bis 30, 32% Ressourcen, die angefordert wurden beim Laden der Website, die gar nicht gebraucht werden. Für gar nichts, überhaupt nicht. Also völlig nutzlos. Und das ist Verschwendung. Das könnte man mit einer besseren Programmierung, sage ich mal, natürlich auch irgendwo einfach ausmerzen. Weil man braucht sie schlicht und ergreifend nicht. Ich will bei dieser Liste übrigens, hatte ich mir noch vorgenommen, ich möchte noch auf eine, ich habe hier, wie gesagt, ich will hier kein Blaming betreiben, insofern habe ich nicht dran geschrieben, welche von wem die Websites sind. Die einzige, die ich herausgreifen möchte, aus gegebenen Anlass, das ist die beim Team Klima ganz oben, diese Website, die da sehr, sehr gut wegkommt. Und ich kam noch mal kurz auf die, hier auf die Ressourcengröße der Websites gehen. Das ist die gleiche Website da oben. Da oben links, die erste ist immer die gleiche und die ist sehr gut. Und das ist die neue Website von der Bits und Bäume Konferenz. Insofern, da gibt es nichts zu meckern. Da wurde ein sehr guter Job gemacht, sage ich einfach mal so. Wie kommt es zu dieser Verschwendung? Sind jetzt natürlich an der Stelle nur Annahmen von mir, wie es zu dieser Verschwendung kommt. Aber ich habe ja bewusst diese zwei Vergleichsgruppen gemacht. Das war von vornherein halt auch ein bisschen die Idee von mir, dass ich, sag mal, bewusst die Vergleichsgruppe Team Klima haben wollte, wo ich von ausgehen kann, da sind Menschen, die sind engagiert und motiviert und bemüht, alles zu tun im Sinne des Klimaschutzes. Die werden nicht fahrlässig und wider besseren Wissens irgendwie hier Dinge tun, die nicht gut sind. Was wir bei dem Team Wirtschaft halt eben nicht wissen. Da könnte man natürlich argumentieren, okay, denen ist das sowieso egal. Da sind ja auch die großen Automobilkonzerne, da sind die Energieversorger, die großen. Denen ist das sowieso alles egal. Zumindest ist das ja so ein kleines bisschen, wie wir vielleicht auch denken. Aber bei dem Team Klima gehen wir davon aus, nee, die werden sich doch da schon bemühen. Also müssen wir vermuten, es geht hier um Unwissenheit, fehlendes Wissen, es fehlt um fehlende Awareness, dass wir da an der Stelle halt vielleicht auch einfach ein Problem haben. Und das ist nicht nur bei den Webseiten so, sondern das ist halt auch vielleicht bei der Software so, bei der Softwareverschwendung. Dann kommt natürlich gerade bei diesen Webseiten kommt natürlich ganz häufig einfach dieses Problem, dieses Verwenden von Standardlösungen, sage ich mal, also Content-Management-Systeme. Über die Hälfte dieser Webseiten vom Team Klima basieren auf üblicherweise auf WordPress oder Typo3 Content-Management-Systeme und damit lädt man sich natürlich immer automatisch schon mal diesen ganzen Overhead mit ein, weil man letztendlich dann, das ist der dritte Punkt, halt auch keine wirklich eigenen Entwicklungsressourcen hat oder da reinstecken möchte, um solche Dinge zu optimieren. Wie vermeiden wir Verschwendung in der Software? Ich habe das mal mit einem kleinen Smiley versehen. Wir könnten natürlich die Hardware-Ressourcen einfach beschränken. Das wäre tatsächlich, glaube ich, die einfachste Art und Weise. Wir würden einfach sagen, nee, die Computer dürfen heute halt nicht solche leistungsfähigen Prozessoren haben, die dürfen nicht mehr so viel Arbeitsspeicher haben und die Bandbreite für die Internetübertragung wird auch beschränkt. Ist natürlich unrealistisch. Aber ich bin mir auf der anderen Seite sicher, die Softwareentwickler wären in der Lage, damit umzugehen. Sie würden es schaffen. Aber sie müssen es halt heutzutage nicht schaffen und es bezahlt ihnen auch keiner. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich bekomme das selber in den Projekten, in denen ich freiberuflich auch mit involviert bin, bekomme ich das mit, wenn es um Softwareprojekte geht. Diese Aspekte spielen keine Rolle bei Pflichtenheften oder bei User Stories oder diese Requirements werden
nach wie vor heutzutage nicht gestellt bei der Softwareentwicklung. Und es ist auch kaum jemand bereit, sie zu bezahlen, weil natürlich, klar, es kostet natürlich Geld, weil man mehr Zeit da reinstecken muss. Was könnten wir machen? Die Benutzerinnen, bewusstere Konsumentscheidungen. Ja, schön, aber es gibt dafür heute noch keine Grundlage für bewusstere Konsumentscheidungen. Mittel wie blauer Umweltengel oder sowas, das ist alles erst in den Anfängen. Wir hatten gestern Abend die Staatssekretärin Frau Brandner, glaube ich, hat gesagt, ja, wir arbeiten ja sehr oder man arbeitet ja sehr stark daran, diese Kriterien zu entwickeln und dann entsprechende Labels wie bei Kühlschränken oder sowas zu entwickeln. Ja, aber ich fand, sie war da ein kleines bisschen zu optimistisch. Also aus meiner Einschätzung heraus sind wir da noch ganz weit entfernt. Die Politik, ja, genau das, was sie auch gesagt hat, die Frau Brandner, verpflichtende Labels einführen, damit Benutzerinnen bewusstere Konsumentscheidungen treffen können. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind da noch einfach noch sehr weit von entfernt, weil wir einfach die Kriterien auch noch nicht so richtig greifbar haben. Software ist eine wahnsinnig komplexe und weite Landschaft, sage ich mal. Wir reden da von einer kleinen App bis hin zu einem Betriebssystem. Also das ist auch eine große Bandbreite, die wir da abdecken müssen. Die Wissenschaft, ja, das, wo auch dran gearbeitet wird, mehr Messmethodiken und Kriterien dafür zu bekommen, um das greifen zu können. Auch da mangelt es noch sehr. Und ja, die SoftwareentwicklerInnen und, brauchen natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr Qualitätsbewusstsein, aber ja, aber wie gesagt, also ich vorhin auch schon sagte, es muss ihnen ja auch irgendjemand bezahlen. Und bessere Ressourcen, schonende Frameworks, Libraries und sowas, das könnten sie natürlich auch entwickeln, damit wir von vornherein nicht mit so großen Overheads um die Ecke kommen, wenn wir beispielsweise Content-Management-Systeme nutzen. So, letzte Folie und dann bin ich fertig. Ein Mittel, was aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig ist, dass wir da einfach weiterkommen, das sind die Metriken. Das ist etwas, was in der Softwareentwicklung eigentlich wahnsinnig etabliert ist, dass man also Kennzahlen hat, mit denen man die Qualität von Software bewerten kann. Das ist heute total üblich, total normal, weil man natürlich, klar, man will natürlich auch das, was für einen entwickelt wurde, das Produkt, das will man ja auch irgendwie beurteilen können. Ist das jetzt was, ist das gut gelungen, ist das nicht gut gelungen? Also es gibt diese Metriken, das ist eigentlich sehr verbreitet und sehr etabliert in der Softwareentwicklung. Aber wenn man sich dann beispielsweise in so eine Qualitätsnorm, wie die hier aufgeführte, reinguckt, die halt häufig als Grundlage genommen wird für solche Dinge, dann sind da halt die direkten Nachhaltigkeitsaspekte, was halt die Ressourceneffizienz angeht, zum Teil vielleicht indirekt drin enthalten, aber sie sind noch nicht wirklich dort angekommen, noch nicht wirklich direkt. Und das sind Dinge, die sich halt ändern müssen, damit halt auch standardmäßig wirklich Software auf Hinblick auf diese Aspekte Ressourceneffizienz halt auf und weniger Verschwendung halt wirklich dann auch beurteilt wird. Das war es, was ich erzählen wollte, und damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Wir bedanken uns sehr. Wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen. Ganz herzlichen Applaus nochmal. Vielen herzlichen Dank.